Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge bei dem Thema Hochbegabt und Hochsensibel. In der ersten Episode haben wir darüber gesprochen, was heißt eigentlich Hochbegabt und Hochsensibel. Im zweiten haben wir über das Thema High Sensation Seeker gesprochen und diesmal geht es um das Thema Hochstapler-Syndrom. Viel Spaß und hoffentlich viele Erkenntnisse beim Zuhören. Liebe Tina, wir haben eine Podcast-Staffel sozusagen gemacht mit Themen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst und wo ich immer so ganz neugierig an deinen Lippen hänge und lausche, was es alles so mit Hochbegabung, Hochsensibilität, High Sensation Seekern und Hochstaplern hat. Und wir haben im ersten Podcast darüber gesprochen, wie ist es eigentlich Hochbegabung, Hochsensibilität, hängt es immer zusammen, woran erkenne ich das, wie kann ich das als Führungskraft oder Mitarbeiter nutzen. Dann haben wir im weiteren Podcast über High Sensation Seeker gesprochen, was heißt es eigentlich, woran erkenne ich das, wie kann ich auch als Führungskraft das nutzen. Und jetzt kommen wir noch zu einem total spannenden Thema, nämlich dieses Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom, wie heißt es? Ja, Impostor. Ist der Hochstapler. Genau. Impostor-Phänomen oder Hochstapler-Phänomen oder Hochstapler-Syndrom. Genau. Ja. Nehmen uns mal mit, was heißt das? Also brauche ich jetzt einen Staplerschein? Habe ich einen Staplerschein? Mhm. Und leg den unter das Kopfkissen und sag so, war gar nicht so gemeint? Oder Nein, du brauchst keine Ausbildung zur Lagerlogistik. Das brauchst du in diesem Fall nicht. Also Hochstapler-Syndrom beschreibt einfach... Menschen, die so eigentlich sehr fähig, sehr kompetent, sehr klug und smart auch oft sind und die von sich selbst aber glauben, dass sie, jetzt salopp ausgedrückt, dümmer sind, als sie tatsächlich sind. Ne? Also das sind eben klassisch auch Menschen, die von außen betrachtet leisten, fähig sind, kompetent sind, aber die von sich selbst einfach so ein Selbstbild haben, dass sie eben sich teilweise als Hochstapler fühlen. Also dass sie glauben von sich, jeden Moment werde ich jetzt enttarnt. Ne? Und das sind aber oft Menschen, die überqualifiziert sind teilweise. Nicht immer, aber einfach oft viele Ausbildungen haben, viele Fortbildungen haben und immer noch glauben, dass sie zu dumm sind dazu oder noch nicht genug gebildet sind, etwas zu tun. Und damit, also das bezeichnet man sozusagen als dieses Hochstapler-Syndrom, sind aber in dem Fall keine Hochstapler, also echte Hochstapler, die sind anders unterwegs, aber eben Menschen, die von sich selbst glauben, unfähiger zu sein, als sie tatsächlich wirklich sind. Ja. Also das heißt so, das Thema, stellen Sie Ihr Licht auf den Scheffel, auf die Idee würden die never ever kommen und auch zum Beispiel, also gerade wenn ich jetzt an den Job denke, es gibt viele, die sagen, Mensch, also ne, ich habe das letzte Projekt super gemacht und jetzt ist endlich meine Gehaltserhöhung dran. Also gerade die sind ja dann auf gar keinen Fall unterwegs und sagen, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung, sondern die denken dann, oh je, ne, hoffentlich fällt nicht auf, dass ich die und die Tabelle in dem Zusammenhang nicht 150%ig gemacht habe oder der Kunde, der hat mir irgendwie nicht eine 1er-Bewertung hinterlassen in dem Feedback-Gespräch oder so. Also da sind, glaube ich, auch so die Ansprüche an sich selber immer bei mindestens 150 und die dann selber auch noch zu erfüllen, ist dann auch gar nicht so einfach. Ne? Genau, also du hast schon einige Merkmale so ein bisschen enttarnt. Das geht wirklich darum, es ist oft ein so hoher Perfektionsanspruch da bei diesen Menschen oder auch ein hoher Anspruch an sich selbst und auch an andere, auch dieses alles zu 150% zu machen, wobei eigentlich 70% schon in der Firma gut sind und dadurch man sich aber selber sabotiert oft. Na, man gibt oft nicht ab, man gibt eben etwas, einen Auftrag nicht ab, weil man selber noch nicht zufrieden ist, weil man eben 150% haben möchte und sabotiert sich damit selber, weil man dann tatsächlich die Einreichefrist oder versäumt, ne? Und dadurch sich selber Stolpersteine in den Weg legt, die nicht sein müssten, wäre dann nicht dieser hohe Anspruch an sich selbst oder diese hohe Perfektion. Genau. Das ist auch nochmal cool. Genau. Also häufig ist es ja auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit Bewerbern unterwegs bin, dass ich sage, also wenn 80% der Ausschreibung passen, ja, bewerbt euch. Natürlich suche ich als Personaler immer die eierlegende Wollmilchsau, aber
ich versuche, eine möglichst umfangreiche Stellenausschreibung zu machen, aber dass das dann nicht immer funktioniert, ist irgendwie auch klar. Und von daher, da würden sich wahrscheinlich Hochstapler überhaupt nicht bewerben, wenn sie nicht mindestens 100% der ausgeschriebenen Stelle erledigen könnten, oder? Ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Meinst du Hochstapler oder Menschen, die mit dem, die an dem Hochstapler-Syndrom leiden? Ach so, genau. Ja. Oh, sehr gut. Ja, ja, ja. Genau. Ja, nee, dann lass uns das mal differenzieren. Genau, weil Hochstapler gehen ja mit 0% rein und verkaufen Menschen, die vom Hochstapler-Syndrom in gewisser Weise betroffen sind, ist ja immer so eine Art Selbsteinschätzung. Es gibt ja da keinen offiziellen, sage ich jetzt mal, validen Test dazu, sondern es sind halt so Selbsteinschätzungen, die überleisten, ne? Die leisten drüber es muss aber gar nicht so viel geleistet werden, zum Beispiel, und glauben aber dennoch, dass sie schlechte Leistung abgeliefert haben. Okay. Oder dass sie, dass man einfach oft auch denkt, andere sollten ja auf einen zukommen. Gerade Angestellte erwarten oft, dass die Führungskräfte schon wertschätzen, was sie da geleistet haben, und sie schon auf sie zukommen würden, um eine Gehaltserhöhung vorzuschlagen, zum Beispiel. Genau. Anstatt dass wenn sie nach dem Motto, wenn sie so gut wären, dann würden die Führungskräfte auf sie zukommen. Und da sie das nicht tun, wird es ja sozusagen auch nochmal bestätigt, dass sie denken, na, dann bin ich wahrscheinlich nicht so gut. Ne? Dann bin ich nicht so gut, genau. Ja. Und ärgern sich aber dann im nächsten Schritt drüber, dass Kollege oder Kollegin XY, die ja vermeintlich oder ersichtlicherweise weniger leisten, die sich aber trauen zu sagen, so, das habe ich geleistet, jetzt möchte ich das auch entlohnt haben, dass die dann tatsächlich eine Gehaltserhöhung bekommen. Ne? Da ist auch dieser hohe Ungerechtigkeitsfaktor auch oft da. Und da merkt man oft wieder, ne, das geht dann oft einher mit Menschen, die meist auch introvertiert sind, die sich halt nicht wieder nicht trauen, so stark aus sich rauszugehen, auf ihre Leistungen zu pochen, weil das wäre ja angeben, das wäre ja, ne, mit seinen Leistungen zu prahlen. Prahlen tut man ja nicht, man ist ja, ne, Eigenlob stinkt und so. Da gibt es ganz viele Einflussfaktoren, die da ein bisschen mit hineinspielen. Aber ganz grundsätzlich stellen diese Menschen einfach ihr Licht unter den Scheffel, weil sie der Meinung sind, dass sie nicht gut genug sind oder nicht gut genug leisten. Ja. Hat das auch was mit hochsensible Hochbegabung zu tun? Also in welchem Zusammenhang würdest du das da nochmal stellen? Ja, als man so in den 1970er Jahren als erste Mal von diesem Imposter-Phänomen gesprochen hat, auch wissenschaftlich untersucht hat, hat man es als erstes eher auf sehr intelligente Frauen bezogen. Also man hat gesehen, ne, also in den 70er Jahren, 80er Jahren war ja die Frauenrolle auch im beruflichen Bereich noch sehr minimal und sehr geprägt von, ne, Assistentenjobs und halt zureicher Jobs. Und da hat man einfach gesehen, hat man sich gedacht, okay, es geht nur auf Frauen. Und da hat man aber eben sehr intelligente Frauen immer gesehen, die nicht ihrer Intelligenz, die nicht in Rollen sind, die ihrer Intelligenz eigentlich entsprechen würde, also wo das Potenzial genutzt werden würde. Sondern man hat gesehen, dass sie halt immer in falschen Stellen oder Arbeitsplätzen arbeiten und das Potenzial nicht genutzt wird. Mhm. Aber mittlerweile kann man es auf Frauen und auf Männer quasi beziehen. Es ist gleichmäßig verteilt ungefähr. Und man kann auch sagen, dass das Hochstaplerphänomen bei, gerade bei Unternehmern, bei Selbstständigen sehr stark da ist, aber auch bis zu einem gewissen Grad normal ist. Es braucht dieses, sich selber in Frage zu stellen, um sich verbessern zu können. Also eine gewisse Art von Hochstaplerphänomen ist okay. Mhm. Es wird nur dann einfach hinderlich, wenn es zu stark ausgeprägt ist. Ne? Wenn es zum Klotz wird, der dich zurückhält, dann ist es schlecht. Eine gewisse Art von, einem gewissen Level von Imposterphänomen ist gut, weil es sich in die Weiterentwicklung bringt, weil es auch also die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in die Entwicklung des Unternehmens. Ne? Man geht nicht davon aus, man ist gut, so wie man ist und so hat man es immer gemacht, sondern man orientiert sich am Markt und betreibt Marktforschung, ne? Man nimmt die Kundenbeschwerden ins Boot und verbessert das Produkt oder. Auch das hängt ein bisschen mit dieser Selbstreflexion und mit dieser sich selber und das Produkt immer wieder in Frage stellen, um es zu verbessern, zusammen. Ja. Und ein gewisser Teil ist gut. Aber wenn es dann überschlägt, ne, das ist dann Genau. Und ich glaube, im Job ist es halt dann auch echt, ne, wenn ich zum Beispiel für irgendwas nicht gefragt werde, also auch wenn es darum geht, Beförderungen, ne,
wenn ich halt nicht gesehen werde, ist es halt häufig ein Grund, weshalb ich nicht befördert werde. Und das ist sowohl von der Gehaltserhöhung als auch von der Beförderung. Oder wer könnte irgendwo das Potenzial haben, was anders zu machen? Und wenn ich eben dieses Hochstapler-Syndrom habe, dann werde ich nie irgendwie im Rampenlicht stehen, weil ich immer denke, so, ich bin irgendwie immer noch nicht gut genug. Ja, und ich muss noch hier einen Schein machen oder da einen Schein machen. Und dann werde ich halt nicht gesehen. Das heißt also, wenn ich merke oder wenn ich von anderen vielleicht auch, ne, und deshalb ist, glaube ich, auch so Selbstbild, Fremdbild nochmal eine ganz spannende Geschichte. Also wenn ich das mit meinen Coaches mache und sage, frag doch mal andere, was die an euch schätzen oder weshalb die oder mit welchen Themen kommen die zu euch, dann passiert, also in 99% der Fälle sagen die, boah, das war total cool, weil da habe ich Sachen gehört, die hätte ich nie für möglich gehalten, weil ich sie zum Beispiel für selbstverständlich halte oder weil ich denke, das ist doch nichts Besonderes. Und da einfach echt nochmal zu gucken, okay, wo könnten denn solche Bereiche bei mir liegen? Also habe ich solche Bereiche? Und wenn ja, wie wird es von anderen wahrgenommen, um dann auch im nächsten Schritt für mich zu sorgen und zu überlegen, wenn ich in der Karriere weiterkommen will oder wenn ich mehr Geld verdienen möchte, das auch nach außen zu tragen und nicht erst zu sagen, wenn ich bei 150% bin, dann kann ich mich trauen und den nächsten Schritt gehen. Genau, und das ist eine wunderbare Übung, andere zu fragen. Und oft sieht man, das sind eben auch Menschen, die Komplimente nicht gut annehmen können. Ne? Wo, wenn man ein Kompliment bekommt, man sagt, ja, das war ja nichts. Das war ja eine easy Aufgabe. Und Komplimente gar nicht annehmen zu können, weil die Leistung ja so selbstverständlich ist, die man macht. Ja. Also das ist auch so ein Anzeichen, wo man sehen kann, wenn man gar nicht Komplimente annehmen kann. Das ist auch eine gute erste Übung, die ich immer sage, wenn du ein Kompliment bekommst, bedanke dich dafür und setze den Punkt. Ja? Ja, rechtfertige es nicht und mache es nicht klein, sondern nimm das Kompliment an und freue dich drüber, weil es dich innerlich stärkt und ein bisschen entgegenwirkt, das super abzutun. Ne? Das Super. Also ich glaube, wir haben so ein paar gute Impulse mit auf den Weg gegeben, um einfach mal sich selber nochmal so ein bisschen zu reflektieren, sich als Führungskraft zu reflektieren, zu gucken, was habe ich eigentlich für Mitarbeiter, wo kann ich vielleicht Mitarbeiter auch nochmal mitnehmen oder nochmal schauen, auch da Feedback zu geben, ja, und nicht nur einmal im Jahresgespräch irgendwie zu sagen, so, was ist gerade mal wieder nicht, hat nicht funktioniert, sondern übers Jahr hinweg zu gucken, ne, wo sind die Passungen, wo hat super funktioniert und das auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin immer mal wieder zu sagen, Mensch, ne, das hat aber gut funktioniert, anstatt darauf zu gucken, wo ist vielleicht dann doch mal was schiefgelaufen und weil ganz häufig ist ja dann auch unser Fokus auf dem, was schlecht gelaufen ist, anstatt da zu gucken, was hat irgendwie super funktioniert. Mhm. Liebe Tina, es war mir ein Vergnügen. Wir haben, glaube ich, viel Licht ins Dunkel gebracht. Wir versuchen, so viele Menschen wie möglich darüber zu informieren, was es alles für Möglichkeiten gibt, weil so Personaler wie ich, die womöglich schon älter sind, noch gar nichts davon gehört haben und Personaler, die jünger sind, vielleicht auch noch nichts davon gehört haben. Also auch die mitzunehmen und zu sagen, Mensch, ist doch eine super Chance, guckt doch da genauer mal hin, unterhaltet euch mit den Leuten, ja, versucht es nicht nur über irgendwelche CV-Parser abzugreifen, sondern guckt, welche Menschen stecken dahinter, weil da ganz viel Potenzial eben verloren geht und nicht entdeckt wird. Genau. Ja, ich danke dir für die Einladung und auch für die Möglichkeit, da über diese Themen ein bisschen zu jammen. Und ich hoffe, wir haben ganz viele Leute inspiriert damit und zum Weiterdenken angeregt. Genau. Und Eltern, die Kinder haben, wo sie überlegen, Mensch, sind die hochbegabt, sind die hochsensibel, sind herzlich willkommen in Tinas Gruppe, über Facebook nicht zu übersehen. Und Tina hat auch einen ganz tollen Elternclub. Also bei dir ist es eher das Thema, dass es um die Kinder geht. Und da kann ja auch so viel schon in den ersten Jahren falsch gemacht werden. Und ich glaube, da hast du wirklich ein Händchen für, ganz viele Menschen da zu begleiten und sie dahin zu bringen, dass sie ihr Potenzial auch ausschöpfen können. Genau, dass Kinder gar nicht mehr zum Hochstapler-Syndrom ganz klar schon in ihrem Selbstbild gestärkt sind. Genau, das wäre ganz wichtig und da freue ich mich natürlich drüber. Sehr super, gerne. Vielen Dank. Tschüss. Das war der dritte Podcast zu dieser Serie Hochbegabt und
hochintelligent. Ich hoffe, Sie konnten schon einiges für sich mitnehmen. Ich bin total gespannt über Ihr Feedback. Schreiben Sie mir gerne, was Sie davon umsetzen können oder wo Sie vielleicht jemanden kennen und sagen, Mensch, ne, das kann dieser Person vielleicht helfen. Grundsätzlich bin ich immer dafür und hoffe, dass Menschen wirklich in dem Job arbeiten, der wirklich zu Ihnen passt. Löchern Sie mich mit Ihren Fragen. Sie erreichen mich über E-Mail oder über LinkedIn und Xing. Gerne momentan eben auch über Jobhouse bei Clubhouse, da sind wir morgens immer und geben unsere Tipps und Tricks weiter von 8.30 Uhr bis 9 Uhr. Und jetzt brauche ich Sie. Helfen Sie mir, noch mehr Menschen zu erreichen, indem Sie diesen Podcast abonnieren. Das sehen dann noch weitere Menschen. Und ich habe noch eine Bitte. Empfehlen Sie mich weiter und schenken Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Das hilft mir total, meine Reichweite zu steigern. Und damit könnten Sie mir einen riesen Gefallen tun. Und ich sage schon mal vielen Dank dafür.